hoffe, ich finde das erste Architekturbuch, das ich gekauft habe. Jetzt kommt es natürlich aus, ob ich das finde oder nicht. Das muss, da, ja, das ist es. Das ist das erste Architekturbuch, das ich gekauft habe. Und das habe ich gekauft auf der Messe in Luzern. Das war sogar meine damalige Signatur. Ich wünschte, ich könnte jetzt mal sagen, ich sei meinetwegen vor der Sistinischen Kapelle gestanden und hätte gesagt, das ist es jetzt. Aber wenn man mich fragen würde, wo war deine große Entdeckung von Michelangelo, dann muss ich gestehen, war die erste Entdeckung von Michelangelo sicher in Büchern. Ich finde, Bücher sind ja nicht nur Texte, sondern sind auch Objekte. Und eigentlich, wenn ich ein Buch suche im Büchergestell, muss ich mir zuerst vergegenwärtigen, wie sieht es aus? Und wenn ich mich daran erinnere, was das Format und möglicherweise die Typografie oder die Farbe ist, dann besteht eine Chance, dass ich es finde. Es gibt ja Leute, die können die Arbeitswelt klar trennen von der Wohnwelt und von der Wohnrealität. Und ich bin dazu nicht imstande. Ich habe das sehr gern als verkörpertes Wortspiel oder bildgewordenes Wortspiel. Ich habe immer Freude am gedruckten Wort gehabt. Als Student, ich habe ja unglaublich viel Vorlesungen geschwänzt und nicht zuletzt auch, weil ich zum Beispiel Berichte über Galerieausstellungen und so weiter verfasst habe. Und da hat sich die Möglichkeit ergeben, durch Freundschaften hier mit Architekten eben eine Zeitschrift zu machen. Ça c'est la version chère où il y avait le graphiste professionnel. Ça c'était le graphiste professionnel qui a fait une très belle couverture. Toutes les autres couvertures, c'était moi qui les a fait. Et ça revenait beaucoup moins cher. Das ist die einzige Form von visueller Kunst, von der ich sagen kann, ich habe sie wenigstens mit der linken Hand ein bisschen zu praktizieren versucht, ist wirklich Gebrauchsgrafik. Also Kunst selber habe ich nie den Mut gehabt zu produzieren. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es schon zu viele Künstler in meiner Familie gegeben hat. Mein Onkel, mein Großvater. Und das reicht eigentlich für 2, 3 Generationen jetzt. Meine Tochter ist Architektin, das ist prima. Sie hat jetzt wieder den nötigen Abstand gegenüber diesem Hintergrund. Ich selber hätte nicht Künstler sein können, schon aufgrund von der familiären Prägung. Die Erinnerung kommt hoch aufgrund von Erfahrungen, die man in der jüngeren Vergangenheit gemacht hat. Ich war etwa 7 Jahre alt und mein Vater, der hat mich mitgenommen zu einem Vortrag. In diesem Vortrag hat er dieses Haus gezeigt. Diese Erinnerung hat sich Umstände halber dann plötzlich wieder eingestellt, seit ich jetzt in dieser Wohnung wohne. Ich neige eher zu Themen, die von der Form her ganz präzis determiniert sind. Zum Beispiel darum interessiere ich mich für die Slabs, weil diese Bürohochhäuser so viel unterschiedliche Emotionen über die Jahrzehnte hin produziert hat, dass man an ihm quasi das ganze Spektrum an Wertvorstellungen rekonstruieren kann, die das Bauen und das Denken über das Bauen in den letzten 70 Jahren bestimmt haben. Ups.
Da. Das sind Kartonhüllen der mehreren Dutzend von solchen Farbpatronen, die ich für meinen Drucker in den letzten 25 Jahren gekauft habe. Und die sind jetzt hier so eine fiktive Erinnerung an eine surreale amerikanische Hochhausstadt. Man arbeitet ja immer gleichzeitig an verschiedenen Sachen. Ich nehme an, das ist bei Architekten auch so. Ich brauche auch eigentlich die Anregung, die davon kommt, dass man eben noch etwas ganz anderes daneben macht.